Als ich ein Kind war, träumte ich von den Sternen. Ich wollte die unendlichen Weiten des Universums erforschen und außerirdisches Leben finden. Warum? Wahrscheinlich, weil ich mich auf dieser Welt so alleine fühlte. Mein kleiner Bruder Daniel und ich wuchsen als Waisenkinder in New York auf. Wir waren allein, aber ich wachte über ihn. Also warst du sozusagen sein persönlicher Beschützer? Ja, ganz genau. Und wie ging's dann weiter? Viele Jahre später erfüllte ich meinen Traum. Ich wurde Weltraumpilot und fing an, in Deutschland zu arbeiten. Doch während ich meinen Traum in Deutschland lebte, kam mein Bruder in falsche Freundeskreise und geriet in große Schwierigkeiten in New York. Ich bekam davon aber nichts mit. Ich war abwesend. Versunken in meinem Traum. Eines Tages war ich im Park aus meiner Arbeit und wollte nach Hause fahren. Doch plötzlich stand mein Bruder vor mir. Er war nach Deutschland gekommen und suchte bei mir Schutz. Aber es war zu spät. Die Probleme folgten bis nach Deutschland. Ist vorbei. Und? Wurde der Mörder gefasst? Und konntest du das Gesicht des Mörders sehen? Wie gesagt, ich hatte einen schweren Schlag am Kopf erlitten. Ja, ich konnte das Gesicht des Mörders noch sehen, aber ich erinnere mich nur wie in einem Traum daran, wie in einem Albtraum. Durch den Tod meines Bruders ging mein altes Leben zu Ende. Zu dieser Zeit machten Reed Richards und Susan Storm ein Praktikum bei dem Konzern, in dem ich tätig war. Wir kannten uns noch nicht, doch wie es das Schicksal wollte, kreuzten sich unsere Wege. Keiner hätte sich je vorstellen können, dass dieser Tag, diese Begegnung mit Reed und Susan, der Anbeginn einer neuen Ära sein würde. Es verging ein Jahr
und wir wurden beste Freunde. Für mich wurden Reed und Susan sogar noch viel mehr. Sie wurden zu meiner Familie. Und dann kam die Mission, richtig? Ja. Tony Stark hat damals eine kosmische Wolke entdeckt und er beauftragte Dr. Philip Masters, diese zu erforschen. Und Dr. Masters war Reeds Mentor. Ah. Wir sind ein bisschen zu früh dran, aber wir werden gleich abgeholt. Na, bist du schon aufgeregt? Ja. Man trifft nicht jeden Tag Tony Stark. Ach, das ist auch so ein Quacksalber wie alle anderen. Sag mal, kommt die Hübsche auch? Die Hübsche? Ja, die Hübsche. Wen genau meinst du? Die Stieftochter von deinem Mentor. Ja, ich bin heute auch da. Denn ich kümmere mich ja um eure Besucherregistrierung. Ben, danke fürs Kompliment. Folgt mir. Ja, bitte? Ah, da ist er ja. Dr. Reed Richards. Mr. Stark, es ist mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen. Mr. Ben Grimm. Mr. Stark. Schön, dass Sie hier sind. Ich bin nur wegen ihm da. Er ist also nicht nur Weltraumpilot, sondern auch Ihr Bodyguard. Ja, nur wenn es nötig ist. Hallo, Reed. Schön, Sie zu sehen. Dr. Masters. Und Sie sind also dieser berühmte Ben Grimm. Dr. Philip Masters, Leiter der Mission im All. Sie haben die große Ehre, als Pilot an Bord zu sein. Ich bin mir sicher, Reed hat Sie eingeweiht. Ja, hat er, Doktor. Masters, Mr. Richards, Mr. Grimm, lassen Sie uns Geschichte schreiben. Es entpuppte sich schnell, dass Reed seinem Mentor weit überlegen war. Sie wollten mich sehen? Ja. Was hältst du von Philip Masters? Er ist ein genialer Wissenschaftler und ein großartiger Mentor für mich. Ich bin sehr froh, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, bei dieser Mission teilzunehmen. Ja, er kennt sich mit kosmischer Strahlung sehr gut aus. Aber du kennst dich bei weitem besser aus als er. Sogar besser als Bruce Banner. Danke, Mr. Stark. Reed, ich möchte, dass du der Leiter der Mission bist. Aber Masters ist der Leiter der Mission. Sie wollen auch nicht, dass ich Masters ersetze. Doch, das will ich. Ich brauche den besten Leader, den diese Mission bekommen kann. Und das ist nicht Masters, sondern du, Reed. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon entscheiden kann. Da brauche ich Zeit. Da muss ich drüber nachdenken. Reed, wir haben keine Zeit. Ja, okay. Okay. Herzlich willkommen. Kurz darauf stellte Reed sein eigenes Team zusammen, bestehend aus 4 Leuten. Reed war der Leiter der Mission. Ich wurde zu seinem Hauptpiloten. Susan hat 2 Doktortitel im Bereich der elektromagnetischen Strahlung und sie studierte zusammen mit Reed. Also wurde sie ein Teil des Teams. Und Susans hitzköpfiger Bruder Johnny ist zwar ein kompletter Vollidiot, aber er ist ein hervorragender Raumschiffmechaniker und Nanotechnologe. Er wurde auch ein Teil des Teams. Und kurze Zeit später begann die Mission, die unser Leben für immer veränderte.
danke, dass Sie alle noch einmal zusammengekommen sind. Vor ein paar Jahren hätte ich mir nicht erträumen können, was heute passiert. Das zeigt wieder einmal, dass alles möglich ist und nichts die Kombination aus Wille, Leidenschaft und harter Arbeit aufhalten kann. Wer traumhafte Ziele erreichen will, darf keine realistischen Wege gehen. Reed, viel Erfolg. Danke. Gute Rede, amigo. Danke, Ben. Ja, ganz toll, Reed. Mir sind fast die Tränen gekommen. Willkommen, Sonnenboy. Hey. Ich bin stolz auf dich. Du wirst noch Großes bewirken. Nein. Wir. An die gesamte Besatzung. In wenigen Minuten werden Dr. Richards und sein Team unser Raumschiff verlassen und zur ersten Exkursion zur kosmischen Wolke aufbrechen. Hierfür werden Sie die Raumkapsel Anna nutzen. Mr. Grimm, wie weit sind Sie? Wir sind jetzt in der Raumkapsel. Sandokar Stark 7 Kontrolle, Raumkapsel Anna. Initiieren Sie die Aktivierung der Kapsel. Aktivierung der Raumkapsel initiiert. Aktivierung der Kapsel erfolgreich. Kannst du überhaupt noch fliegen, alter Mann? Das wirst du gleich sehen. Du fliegst gleich raus. Raumkapsel Anna, alle Systeme sind online und voll einsatzbereit. Ach, und Mr. Grimm, nur noch mal zur Erinnerung. Sobald die kosmische Wolke auf Ihrem Radar angezeigt wird, müssen Sie die Schutzschilde gegen die Strahlung aktivieren. Ja, selbstverständlich. Erbitte nun die Erlaubnis, die Raumkapsel vom Mutterschiff abzukoppeln. Genehmigung zum Abkoppeln erteilt. Die Hangartore sind offen. Sie können nun starten, Mr. Grimm. Sandokar Stark 7 Kontrolle, Raumkapsel Anna. Mein Radar zeigt mir ein riesiges Asteroidenfeld an. Es befindet sich direkt vor Ihnen. Ich schlage vor, eine alternative Flugbahn zu berechnen. Ist nicht nötig, ich fliege da einfach durch. Mr. Grimm? Vorbereitung zum Eintritt in den Hyperspace. In 5, 4, 3, 2, 1. Start. Wir nähern uns der Wolke. Wir haben Sichtkontakt. Ben? Was ist los? Raumkapsel Anna, wieso beschleunigen Sie so stark? Geschwindigkeit sofort reduzieren. Ich wiederhole, Geschwindigkeit sofort reduzieren. Sie bringen Ihr ganzes Team in Gefahr. Das gibt's nicht. Die Raumkapsel ist außer Kontrolle. Alle Systeme versagen. Ich hab keine Kontrolle mehr. Sie fliegen gerade mit voller Geschwindigkeit auf die kosmische Wolke zu. Johnny Storm, Schutzschilde sofort aktivieren. Ich wiederhole, Schutzschilde sofort aktivieren. Die Schilde lassen Sie nicht mehr hochfahren. Die Software wurde überschrieben. Ich kann hier nichts mehr machen. Verdammt! Es gibt ein Problem. Die Schutzschilde der Raumkapsel sind außer Betrieb.
Wir nähern sich zu schnell der kosmischen Wolke. Wenn die ohne aktives Schutzschild direkt in die Wolke reinfliegen, dann ist alles aus. Dann werden sie verstrahlt. Reed! Ben! Hallo? Reed! Ich habe die Ursache für den Ausfall gefunden. Ein implementierter Virus hat die Steuerung übernommen. Das Raumschiff fliegt unkontrolliert direkt in die kosmische Wolke. Ich habe keinerlei Zugriff auf irgendwelche Funktionen. In wenigen Sekunden wird es zur kosmischen Kollision kommen. Sue, alles wird gut gehen. Vertrau mir. Egal was passiert, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. An die gesamte Besatzung. Wir haben den Kontakt zur Raumkapsel Anna verloren. Zum Mutterschiff verloren. Der Autopilot hat eine Notlandung auf die Erde eingeleitet, aber wir haben sie überlebt. Wo sind die anderen? Ben haben wir verloren, aber Johnny sucht nach ihm. Wo sind wir? Wir sind mitten im Nirgendwo. Unsere Kapsel hat Feuer gefangen und ich habe nur diese Hütte hier gefunden. Ich habe dich hergetragen. Ich hab ihn gefunden. Nein, und es ist mir auch scheißegal, wo er ist. Was ist los mit dir? Es fühlt sich an, als würde ich verbrennen. Thank you.
Wie geil ist das denn? Jetzt haben wir den Vollpfosten für 5000 Euro. Pulver! Ist das geil, ey. Oh, Cherie, Cherie. Süße Maus ganz allein. Geht lieber. Verschwindet. Ganz schön frech, das kleine Schokotörtchen. Keine Lust auf ein Dreier, hä? Ein schönes Sandwich. Vielleicht sollte man ihr mal den Hintern verhauen. Was fällt denn euch ein, ihr blöden Ganoven? Redet man so mit einer Lady? Hä? Ja? Schönen Abend. Zieh Leine, du Komiker! Verschwinde hier! Sofort! Und du auch! Ja. Du bist spät, Schatz. Ja, das tut mir wirklich leid, Schatz. Milo hat mich interviewt. Für seinen Bachelor. Kann ich das wieder gut machen? Ja. Zieh öfter solche Anzüge an. Sie stehen dir sehr gut. Ja, du bist auch bellissima. Danke. Also, wir würden in 15 Minuten anfangen, okay? Ja. Also. Danke. Ben, warum hast du dein Fantastic Four Outfit nicht an? Eine muss ja schön sein. Ja, aber wir hatten noch ausgemacht, dass wir in unserer Teamkleidung auftreten. Wir sind ein Team. Wo ist eigentlich Johnny? Schau, Jennifer. Jessica. Ich heiße Jessica. Ja, Jessica. Bei all den Abenteuern, die ich inzwischen erlebt habe, in den Weiten der Milchstraße, bei den Sklavinnen von Orion, bis hin zu den wunderbaren Frauen auf Delta Vega 6, verblassen alle neben deiner strahlenden Schönheit. Du leuchtest heller als eine Supernova auf Delta 4. Von daher kannst du dir sicher sein, es gibt keine andere, nur dich. Und wie kann ich mir sicher sein, dass du mir nicht auch das Herz brechen wirst? So wie jeder anderen Frau vorher? Schau, Jenny, es ist so. Ich bin erwachsen geworden. Seriöser. Mit Hemd und Krawatte. Eben zuverlässig. Johnny! Er hat seine Watch nicht dabei. Ja, hallo? Ja, 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 ich komme morgen früh ins Büro, ja? Johnny? Verdammt, er hat einfach aufgelegt. Verantwortungsvoller, seriöser, erwachsen. Verantwortungsvoll, seriös und erwachsen. Guten Abend, Franken, heute mit ganz besonderen, ja fantastischen Gästen. Sie sind weltweit bekannt, haben die Erde unzählige Male vor dem Untergang bewahrt. Heute sind sie bei uns im Studio. Herzlich willkommen, die Fantastischen Vier oder die Fantastischen Drei. Wo ist Johnny? Ja, ich bin der Ersatz. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid die Helden der Stadt. Wie habt ihr eure Fähigkeiten, eure Kräfte bekommen? Ja, wir waren auf einer einmaligen Mission im All und wir sollten eine kosmische Wolke untersuchen. Allerdings gab es dann ein kleines Problem. Genau, wir sind mit einer kosmischen Wolke kollidiert und dadurch hat sich unsere DNA verändert. Reden wir über Johnny, auch wenn er heute nicht da ist. Er ist wahnsinnig beliebt. Warum sind die Leute so Feuer und Flamme für ihn? Weil er brennt. Naja, er ist halt auch ein Superheld und er hat schon viele schöne und gute Sachen getan. Und er sieht gut aus, Feuer erspannt. Natürlich lieben die Leute das. Johnnys Outfits überleben auch Feuer. Das liegt an den Anzügen. Wie funktionieren die? Also die Anzüge habe ich entwickelt und die Molekulartechnologie in den einzelnen Anzügen ist immer jeweils auf die Superkraft quasi eingestellt. Dadurch überleben die dann auch die Flammen von Johnny zum Beispiel. Susan Storm, du wirst auch die Unsichtbare genannt. Deine Fähigkeit ist es, nicht mehr sichtbar zu sein. Das kann man nutzen, um die Welt zu retten. Man kann es aber auch ausnutzen, zum Beispiel, um Problemen aus dem Weg zu gehen. Hast du das schon mal gemacht?
Nein, denn wir sind immer noch normale Menschen und sollten Alltagsproblemen ganz normal gegenübertreten und das nicht ausnutzen. Unsere Fähigkeiten sind dafür da, um der Menschheit zu helfen. Ben, Sie werden das Ding genannt. Sie sind der menschliche Panzer der Fantastischen Vier. Inwiefern beeinträchtigt Ihr Äußeres Ihr Privatleben? Gar nicht. Also Ben ist immer noch der tollste Mensch wie vorher, nur dass er jetzt ein Held ist. Mr. Reed, Sie sind der Elastische der Truppe. Sie können wahrscheinlich jedem das Wasser reichen. Wie fühlt es sich an, der Anführer der wohl beliebtesten Heldentruppe der Welt zu sein? Ja, im Grunde hat sich unser Teamklima nicht geändert. Es ist immer noch das Gleiche wie vor der Mission oder in der Vorbereitung. Allerdings ist halt jetzt das Superhelden-Feeling mit dabei und die Öffentlichkeit ist viel mehr involviert in unsere Arbeit. Genau, wir sind halt immer noch ein Team und jeder muss an seinen eigenen Aufgaben und Fähigkeiten wachsen. Und wir sind längst noch nicht perfekt, aber wir wachsen jeden Tag und versuchen, ein perfektes Team zu werden. Der Stark Tower steht jetzt seit einem Jahr in Deutschland. Ich habe gehört, da soll es auch bald ein Studium geben, das angeboten wird. Was genau wird da gemacht? Ja, also wir versuchen, unsere Forschung ein bisschen weiter in die Öffentlichkeit zu tragen und haben uns eben überlegt, einfach Studiengänge anzubieten, die dann eben auf unsere Forschung eingehen. Gibt es da schon spezielle Fächer? Weiß man schon, was man da studieren kann? Ja, also die Standardfächer gibt es, Chemie, Physik, Bio. Allerdings dann auch so Nischenfächer wie Nanotechnologie oder eben auch kosmische Strahlung. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, wenn Sie Lust haben, auch selber mal im Stark Tower zu studieren, melden Sie sich bei Mr. Richards. Vielen Dank an die Fantastischen Vier, danke für euren Einsatz, danke, dass es euch gibt und vielen Dank, dass ihr heute im Studio wart. Danke. Auf jeden Fall. Müssen wir das öfters machen, ja, genau. Und sonst, Mr. Richards, Entschuldigung, die Tochter unseres Kameramannes hätte wahnsinnig gerne ein Foto mit den Fantastic Four, wäre das möglich? Ja, klar. Vielen Dank. Tschüss. Danke. Dankeschön. Schönen Abend. Dr. Richards? Sie wollen auch ein Foto? Nein, ich würde gerne mit Dr. Richards unter vier Augen sprechen, wenn das möglich ist. Bitte entschuldigen Sie die Umstände. Mein Name ist Bobby Drake. Ich bin ein ehemaliges Mitglied der X-Men. Die X-Men gibt's wirklich? Die X-Men gab es wirklich. Nach dem Tod von unserem Leader Dr. Xavier haben sich die X-Men nach und nach aufgelöst. Wie kann ich Ihnen helfen, Mr. Drake? Ich habe einen Fall dabei, der Sie betrifft. Das ist Angelica Jones, eine Freundin von mir. Sie studiert Biologie an der Stark University in New York. Für ihre Doktorarbeit hat sie vor ein paar Wochen die Stelle besucht, an der sie vor einem Jahr mit ihrer Raumkapsel gelandet sind. Sie wollte die Umgebung auf Biodiversität untersuchen. Dabei ist sie mit einem merkwürdigen Stein in Kontakt gekommen. Seit sie den Stein berührt hat, hat sie übernatürliche Feuerkräfte entwickelt, ähnlich denen von Johnny Storm. Ach du Scheiße. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Stein etwas mit ihrer Mission zu tun hat. Ja, es ist wahrscheinlich außerirdisches Gestein und hat sich während der Mission in der Raumkapsel verfangen und muss sich dann bei der Notlandung gelöst haben. Wo ist Angelica jetzt? Sie ist hier in Nürnberg, in meiner Wohnung. Kann sie mit ihren Kräften umgehen? Sagen wir, sie lernt schnell. Sie stellt eine Gefahr für sich und für alle anderen dar. Bringen Sie sie zu mir. Im Stark Tower in Nürnberg haben wir geeignete Räumlichkeiten für sowas. Das klingt gut. Außerdem brauche ich eine Blutprobe von ihr. Ich will genau wissen, was mit ihr geschehen ist. Das lässt sich einrichten. Ich werde Ihnen auch den Stein mitbringen. Ja, das wäre perfekt. Den Stein muss ich auch untersuchen. Ich will genau wissen, was der Stein mit der Mutation zu tun hat. Alicia! Dad, was machst du hier? Ich habe mitbekommen, dass du hier bist. Ich muss mit dir reden. Gib mir 2 Minuten. Du weißt ganz genau, warum wir keinen Kontakt mehr haben. Alicia, bitte. Ich bin dein Stiefvater und ich habe das Recht, mit dir zu reden. Was möchtest du? Ich will, dass wir wieder Kontakt haben, so wie früher, bevor uns Ben auseinandergerissen hat. Pff, dieses Monster. Ben kann nichts dafür. Du hast meine Entscheidung für Ben nicht akzeptiert. Was willst du denn von ihm? Du passt überhaupt nicht zu ihm. Ben, du fängst wieder an. Wie kann man jemanden lieben? Du fängst wieder an. Ich bin nicht deine Marionette. Ich treffe selbst meine Entscheidung. Solange du diese nicht akzeptierst, werden wir keinen Kontakt mehr haben. Ich muss jetzt gehen. Ich habe die Archivaufnahmen unserer Raumkapsel noch einmal genauer analysiert. Meine Vermutung war richtig. Während der Mission im All hat sich das Gestein in der Kapsel verfangen. Und als wir mit der kosmischen Wolke kollidiert sind, hat sich dieses Weltraumgestein mit kosmischer Energie aufgeladen. Ja, genau. Und bei der Notlandung hat es sich dann gelöst.
Angelika hat ihn gefunden und als sie ihn berührt hat... Hat sie die Strahlung abbekommen. Und hat dadurch ihre Superkraft erhalten. Nein, so ist das nicht ganz richtig. Ich habe ihre Blutprobe noch einmal analysiert. Sie trug das Mutantengen schon von Geburt an in sich. Allerdings war ihre Mutation noch nicht ausgeprägt. Die Strahlung, die sie abbekommen hat, hat die Mutation nur beschleunigt, aber nicht verursacht. Ich weiß gerade nicht, ob mich das eher beruhigen oder beunruhigen sollte. Was mich eher beunruhigt, ist, dass es noch mehr Steine gibt. Was? Mit Hilfe von Tonys Satelliten konnte ich noch 6 weitere Quellen lokalisieren, die Strahlung ausstrahlen. Ergo, das Gestein ist bei der Notlandung in 7 Teile zersplittert. Unser Stein ist nur einer von 7. Ich habe diesen Scanner entwickelt. Mit seiner Hilfe können wir die Strahlung der Steine vor Ort lokalisieren. Wir müssen die Steine finden. Sie dürfen nicht einfach so außen rum liegen. Wir wissen noch nicht genau, zu was sie fähig sind. Ich werde noch einen zweiten Scanner bauen, dann können wir uns in 2 Teams aufteilen. Bobby Drake wird uns bei der Suche helfen. Okay, wann fangen wir an? Morgen geht's los. Wir fliegen nach Frankreich. Sag mal, Ben. Ich glaube, das war eine gute Idee, dass wir Ben und Johnny allein auf die Suche geschickt haben. Redest du, als wären die beiden Kinder? Ja, Kinder, so die ziemlich passende Beschreibung für die beiden. Ja, die werden sich super verstehen. Wenn du einen Berg runterrollst, wächst dann eigentlich Moos auf dir? Noch so ein dämlicher Spruch, Fackel. Und dann heißt es Flamme aus für dich. Kapiert? Also, laut meinem Scanner hier haben wir 3 Sektoren, in denen die Steine liegen. Ich habe dir die Koordinaten auf deine Watch geschickt. Ich übernehme Sektor 1, du Sektor 2 und 3. Und dann suchen wir Reeds dämliche Steine. Okay. Wunderkerze. Wir sind ein Team. Die beiden müssen erstmal ihre Zusammenarbeit in den Griff bekommen, sonst funktionieren sie auch nicht im Viererteam. Diese Mission ist die perfekte Übung dafür. Ich bin mir sicher, sie werden sich Stück für Stück besser verstehen. Hörst du mich? Ja, ich verstehe dich klar und deutlich, Johnny. Ich habe da einen komischen Stein gefunden. Aber da ist auch so komisches, schwarzes, glibbriges Zeug drauf. Schwarzes Zeug? Hast du eine Ahnung, was das ist? Ja, ich schaue es mir später an. Aber Johnny, fass das auf keinen Fall an, verstanden? Ganz bestimmt nicht. Bis später. Hast du noch einen? Ja, ich glaube, da hinten wird mir noch einer angezeigt. Reiter, schnappen wir ihn uns! Auf geht's! Hallo! Okay. Sofort! Genau, voll. Wer hat euch denn auf die Party eingeladen? Pass auf, du Feuerluder! Tot und lebendig, du kommst mit uns! Ihr wollt Feuer? Ihr kriegt Feuer. Feuer! Feuer! Aufgehört. Feuer, die Lampen! Nein, die Lampen! Da! Oh. Oh. Mach noch Platz! Bleib zu! Thank you.
ihr habt einen gefunden. Ich habe auch einen. Super, Johnny hat auch schon einen gefunden. Dann fehlen uns nur noch drei. Na, dann werden wir früher fertig als erwartet. Oder auch nicht. Wo ist die? Ich hab gesagt, wo zum... Was zum... Was ist denn das für eine Scheiße, Mann? Dafür werde ich nicht be... Fuck, fuck, fuck! Was sollt ihr machen? Was? Ben? Wir haben hier Probleme. Ich komme. Wer seid ihr? Was wollt ihr von uns? Wer schickt euch? Rede, oder ich kann dich auch einfach einfrieren und mit einer Kirsche auf dem Kopf als Eisbecher hier stehen lassen. Halt. Johnny Ohm schickt uns. Wer ist denn der Kerl? Egal, denn er ist tot. Was zum Teufel ist hier los, Reed? Das werden wir noch herausfinden, aber wir müssen uns erstmal auf die Mission konzentrieren. Wir sind noch nicht fertig, 2 Steine fehlen noch. Susan und ich, wir fliegen zurück nach Deutschland und bringen die Steine, die wir bis jetzt gefunden haben, in Sicherheit. Ihr beide, ihr sucht nach den beiden verbliebenen Steinen. Wenn ihr sie gefunden habt, legt sie einfach zu mir ins Labor. Morgen sind meine Praktikanten da, aber bei den letzten beiden Steinen ist die Strahlung so gering, das ist ungefährlich. Ja, ganz toll. Vielen lieben Dank für das Angebot, Reed. Aber ich habe keinen Bock mehr, deinen beschissenen Stein hinterher zu laufen. Johnny! Ja, was denn, Schwesterchen? Du wurdest ja nicht gerade von einem Geiger gegrillt, der mit Blitzen um sich schießt. Ach komm schon, Johnny.
Wenn du nicht gekommen wärst, um mich zu retten, dann hätte der Typ höchstwahrscheinlich mich gegrillt. Ja, du hast recht. Ich hab was gut bei dir, Benji. Wir haben uns heute gut geschlagen. Bei den letzten Missionen hatten wir meistens mehr Glück als Verstand. Aber heute haben wir gezeigt, dass wir ein Team sind. Auch wenn wir nicht zusammen sind. Wir sind ein Team. Bobby hat uns ein paar alte Akten aus seinen X-Men-Zeiten geschickt. Er hatte mit Johnny Ohm schon mal was zu tun. Johnny Ohm? Das war Johnny Ohm. Er war ein Mutant. Er war das Ergebnis von einem Experiment von einem gewissen Niles von Röckel. Dieser soll wohl ziemlich miese Experimente an Mutanten durchgeführt haben, um sie noch stärker zu machen. Und Johnny Ohm war seine stärkste Schöpfung. Wahrscheinlich wollte er uns gefangen nehmen, um auch an uns zu experimentieren. Was ist? Mein Bauchgefühl sagt mir, dass da noch mehr dahinter steckt. Wir haben ein Problem. Johnny Ohm und die anderen, sie haben versagt. Sie enttäuschen mich wieder, Dr. Van Röckel. Haben Sie mir nicht einen unbesiegbaren Mutanten versprochen? Ohm war... Er war perfekt. Und mächtig. Aber... Fantastic Four, Sie... Erwähnen Sie nicht diesen Namen in meiner Gegenwart. Verzeihen Sie, Dr. Masters. Ich werde meinen Fehler wieder gut machen. Versprochen. Das hoffe ich für Sie.
hat sie voll weggefegt, Mann. Krass, ich glaube, das ist ein neuer Highscore, oder? Simulation erfolgreich abgeschlossen. Ein neuer Highscore liegt vor. Johnny Storms Highscore wurde um das Dreifache getoppt. Na, wie gefällt dir dein neuer Anzug? Der ist so super. Danke dir, Milo. Du bist echt der Beste. Für den Anzug habe ich Nanotechnologie von Reed ausgegeben. Hey, Ben und Johnny! Hey, amigo. Ich hätte eine kleine Bitte an dich. Und zwar, könntest du das Ding hier bitte für mich reparieren? Reed hat gerade ziemlich viel zu tun. Klar doch. Was ist denn damit passiert? Wir hatten nur einen kleinen Zwischenfall auf unserer Mission. Ja, einen kleinen Zwischenfall. Und für was? Für diese hässlichen Steine hier. Hey, jetzt beruhig dich mal, Streichholz. Oh, hast du etwa ein Problem damit, dass ich deine Schwestern Pam und Anne angefasst habe? Jungs, gib mir doch mal ein bisschen. Komm doch her, du Haus. Hey, ja. Hallo. Hey, Ben, bitte vergiss meine Lieferung nicht. Du musst sie in 45 Minuten abholen, okay? Okay, alles klar, Stretcho. Johnny und ich machen uns auf den Weg. Wo musst du denn hin? Ich muss zum Hafen. Shield wartet dort auf uns. Dürfen wir mit? Komm schon, Ben. Du hast es uns versprochen, dass wir mal mitgehen. Oh, der kleine Benny Boy hat es den beiden versprochen. Ich wusste gar nicht, dass du inzwischen auch ein Babysitter bist. Okay, Ben, lass ihn runter. Runter. Okay, Kinder, streitet euch weiter. Ich genehmige mir jetzt mal eine heiße Dusche. Hat sie gerade heiße Dusche gesagt? Ey, warte mal. Wann sagst du sie endlich, hä? Ach, vergiss es doch, ihr beiden Spacken. Seht ihr nicht, dass die auf mich abfährt? Jetzt mach mich runter! Bei Thors Hammer. Wo wart ihr denn so lang? Und sagt mir nicht, ihr hattet eine Autopanne. Es lag bestimmt an unserem Freund Ben hier, unserem kleinen Fettsack. Da hat der SUV mal wieder schlapp gemacht, was? Halt die Luft an, Fackel. Seht ihr, Jungs? Die steht auf mich. Ganz bestimmt. Oh mein Gott. Sind wir es wirklich? Jungs, reißt ihr beiden euch jetzt mal zusammen. Wir treffen hier nicht auf Angelina Jolie. Hey Ben! Hey Tony! Darf ich vorstellen? Mein Kollege AJ, der ist von SHIELD. Die Lieferung kam vor 15 Minuten an. Sie muss zu Dr. Reed Richards. Romanov, Johnny, Ben, ihr müsst sie unverzüglich in den Stark Tower bringen. Und Ben, Reed soll sich das nächste Mal zweimal überlegen, was er da baut. Warum? Was ist denn da drin? Wie, ihr wisst nicht, was da drin ist? Nein, wir wissen leider gar nichts. Dr. Richards wird schon seine Gründe haben. Das wird wahrscheinlich irgendeine Spielerei von Reed sein, nehme ich mal an. Ich mische mich da nicht ein. Und wer sind überhaupt die zwei? Na, das sind unsere neuen Praktikanten. Die hat Reed eingestellt. Und Ben versucht sich momentan als Babysitter. Ich möchte nicht ungemütlich werden, aber wir müssen in 12 Stunden wieder in New York sein. Da wartet eine Level 9 Mission auf uns. Mr. Stark, dürfen wir noch ein Foto machen? Habt ihr mir eigentlich zugehört? AJ, lasst sie. Sie wollen doch nur ein Foto mit ihrem Idol. Und das da hinten, das ist der nächste Praktikant, der ein Foto haben will. Hey, Johnny,
Wird die mRNA modifiziert und es kommt zur Mutation. Reed, deine Lieferung wurde gestohlen. Der Angreifer nennt sich Shocker. Er ist eine Art Söldner, der für gutes Geld die Drecksarbeit von anderen erledigt. Diese Schockwellentechnik von seiner Waffe habe ich so in dieser Form noch nie gesehen. Sie haben unsere Server gehackt und Daten und Dokumente gestohlen. Auch über die heutige Lieferung. Der Transport war im Protokoll angegeben. Sie haben genau gewusst, was sie wollten. Es war ein gezielter Überfall. Was haben die denn gestohlen? Was ist das? Gute Arbeit, Schocker. Ist das? Ja, das ist es. Bravo! Ihr habt Reeds Erfindung gestohlen. Aber das wird bei weitem nicht ausreichen, die Fantastic Four zu vernichten. Wer zum Teufel sind Sie? Und wie kommen Sie hier rein? Aus dem Weg. Oder ich werde dich so lange aufschlitzen, bis nichts mehr von dir übrig ist. Kapiert? Ich frage Sie noch einmal. Wer sind Sie? Ich weiß, wie du dich fühlst, Philipp. Reed Richards hat dir deine Arbeit weggenommen. Er hat deinen Traum zertrümmert. Die Wut hat begonnen, dich zu zerfressen. Und du hast dir einen Plan überlegt, wie du Reed und Ben loswerden kannst. Ich habe die Ursache für den Ausfall gefunden. Ein implementierter Virus hat die Steuerung übernommen. Du hast einen Virus in die Software der Raumkapsel implementiert und wolltest sie alle durch die kosmische Strahlung töten. Aber nein, stattdessen hast du die Fantastic Four erschaffen. Du hast sie erschaffen. Jahrelang habe ich dich dafür gehasst, bis in den Tod. Und dann Ben Grimm? Er hat dir deine Alicia weggenommen. Das letzte Schöne in deinem Leben. Wie war alles, was du noch hattest. Durch deine Fehler habe ich alles verloren.
Lange habe ich auf diesen Moment gewartet. Es ist an der Zeit, dass ich mich von meinem Hass befreie. Deine Mission endet hier und jetzt. Leiten wir das Ende der Fantastic Four ein. Durch einen Unfall im Reed Richards Labor bekam ich Superkräfte. Ich wurde zu Spider-Man und wurde ein Mitglied der Fantastic Four. Ich bin Philip Masters und komme aus der Zukunft. Um genau zu sein, aus einer Zukunft, die von hier aus in 5 Jahren stattfindet. Ich bin aus einer alternativen Zukunft hierher gereist, um Philip Masters aufzuhalten. In der Zeitlinie, aus der ich komme, sind wir Verbündete. Wir kämpfen gemeinsam gegen die Fantastic Four. Aber wir sind die Verlierer, die großen Verlierer, jedes Mal. Mir ist es zwar gelungen, Susan Storm zu töten, aber das hat Reed nicht aufgehalten. Er hat neue Mitglieder. Und sie sind stärker und unbesiegbarer als je zuvor. Reed hat den Schmerz und den Kummer um Susans Verlust nicht ertragen und baute jahrelang eine Zeitmaschine, um ihren Tod ungeschehen zu machen. Allerdings drang Masters in Reeds Labor ein und nutzte die Zeitmaschine, um hierher zu reisen. Ich habe versucht, ihn aufzuhalten, doch ich habe versagt. Masters möchte sein eigenes Ich aus dieser alternativen Gegenwart umbringen und ersetzen. Er will den Kampf gegen die Fantastic Four wiederholen. Und er hat einige Sachen aus der Zukunft mitgenommen, die für uns alle extrem gefährlich werden könnten. Du wirst in den nächsten 5 Jahren große Fortschritte machen. Du wirst es schaffen, Superkräfte von einem Mutanten auf einen normalen Menschen zu übertragen. Ich habe uns einen zeitlichen Vorsprung verschafft. Dies ist dein Serum. Das hast du erschaffen. Jeder, der sich dieses Serum injiziert, erhält Superkräfte vom Mutanten Wolverine. Du hast nur einen Fehler gemacht, du Narr. Du hast dich von den Fantastic Four vernichten lassen, bevor du die finalen Ergebnisse testen konntest. Doch nun gebe ich dir das Vermächtnis deiner Schöpfung zurück. Damit erschaffen wir ein unbesiegbares Team. Mir ist ebenfalls etwas Geniales gelungen. Dies ist einer der Meteoritensplitter, die Reed und sein Team eingesammelt haben. Das ist ein außerirdischer Organismus. Und jetzt? Eine Blutprobe von Ben Grimm, diesem Monster. Und jetzt vermische ich diesen außerirdischen Schleim mit seiner DNA. Mit dieser Statue können wir Ben Grimm kontrollieren. Je länger diese Statue existiert,
desto stärker wird die telepathische Verbindung zwischen ihr und dem echten Ben. Es funktioniert. Hallo, du Monster. Hallo, du Monster. Du gehörst mir. Entführe Alicia. Koordinaten von Ben führen uns genau hierher. Reed, hier stimmt was nicht. Da gebe ich dir ausnahmsweise mal recht, Schwesterherz. Wartet hier. Ich sehe mich mal kurz um. Reed, ich habe Ben gefunden. Er steht in einer Halle und bewegt sich nicht. Susan, bleib da. Wir kommen zu dir. Scheiße. Ben, tu's nicht. Was willst du hier? Angelica, ich bin's. Peter Parker. Wo sind die Fantastic Four? Es gibt ein Problem. Alicia wurde entführt und deswegen sind sie alle zu Ben, um sie zu suchen. Angelica, wir müssen Bobby Drake kontaktieren. Thank you.
an alle X-Men da draußen. Wenn ihr das hören könnt, wir stecken in Schwierigkeiten und brauchen eure Hilfe. Bitte kommt schnell. Logan! Hallo, Jean. Hast du Bobbys Nachricht gehört? Ja. Die Nachricht kam aus Nürnberg, aus der Stadt, wo die Fantastic Four ihre Basis haben. Ich glaube, es ist sehr ernst, sonst hätte uns Bobby nicht kontaktiert. Wir müssen die X-Men zusammenrufen. Ja, machen wir uns an die Arbeit. Der Angreifer nennt sich Schocker. Er ist eine Art Söldner, der für gutes Geld die Drecksarbeit von anderen erledigt. Diese Schockwellentechnik von seiner Waffe habe ich so in dieser Form noch nie gesehen. Sie haben unsere Server gehackt und Daten und Dokumente gestohlen. Auch über die heutige Lieferung. Der Transport war im Protokoll angegeben. Sie haben genau gewusst, was sie wollten. Es war ein gezielter Überfall. Was haben die denn gestohlen? Projekt Remutations? Was ist das? Ich hatte Ben versprochen, dass ich ihn von seiner Mutation heilen würde. Ich wollte ihm sein altes Leben zurückgeben. Du, dein Bruder und ich, für uns sind die Kräfte kein Problem. Wir können auch mit unseren Kräften ein normales Leben führen. Ben aber nicht. Deshalb habe ich zunächst eine Maschine entwickelt, die einem Körper die kosmische Energie wieder entziehen konnte. Allerdings war dabei das Problem, dass Ben seine Kräfte für immer verloren hätte. Ich habe Tag und Nacht darüber nachgedacht. Bin schließlich zu dem Entschluss gekommen, dass das der falsche Weg gewesen wäre. Ben einfach so die Kräfte zu nehmen, wäre falsch gewesen. Reed. Das wäre definitiv falsch gewesen. Deshalb habe ich die Maschine weiterentwickelt, zu Remutations. Ich wollte eine Maschine, die zwar Kräfte entziehen kann, aber auch gleichzeitig speichert. Dann hätte Ben sich jederzeit seine Kraft zurückholen können, wenn wir sie gebraucht hätten. Wie konntest du uns sowas verheimlichen? Wie konntest du mir sowas nicht sagen? Es tut mir leid, Susan. Es war keine leichte Entscheidung. Ich wollte noch den Segen von meinem Kollegen Dr. Bruce Banner haben. Deshalb habe ich Remutations zusammen mit zwei SHIELD-Agenten nach New York geschickt. Und heute ist sie auf dem Rückweg zu uns von diesem Schocker gestohlen worden. Du hättest ihn heilen sollen. Du hattest nicht das Recht, für ihn zu entscheiden. Du hattest die Heilung für Ben in der Hand und hast uns nichts gesagt. Du bist das Monster und nicht er. Wie konntest du uns sowas verheimlichen? Wie konntest du ihm sowas verheimlichen? Er ist dein bester Freund. Ja, ich bin sein bester Freund, aber ich bin auch gleichzeitig der Anführer der Fantastic Four. Ich kann nicht zulassen, dass unser Team geschwächt wird. Du hast doch heute gesehen, wie stark und mächtig unsere Feinde geworden sind. Da außen sind Leute, die uns brauchen, die Ben brauchen. Die Menschen brauchen die Fantastic Four. Und wir brauchen Ben in unserem Team. Deswegen habe ich Remutations entwickelt. Oh Gott, was habe ich getan? Du hättest das nicht alleine entscheiden dürfen. Aber ich verstehe schon, warum du das getan hast. Deine Entscheidung war falsch. Aber jeder Anführer macht mal Fehler. Die Maschine zurückholen. Sonst könnte jemand Remutations gegen uns verwenden. Das dürfen wir nicht zulassen. Vorsichtig! Gute Arbeit, Schocker. Ist das? Ja, das ist es. Nicht!
Wie tief bist du gesunken? Die Fantastic Four zerquetscht wie Kakerlaken. Jetzt weißt du, wie sich das anfühlt. Alles hast du mir genommen. Meine Arbeit, meine Mission, mein Lebenswerk und meine geliebte Alicia. Dank diesem Monster. Aber der Moment der Gerechtigkeit ist da. Ihr habt keine Superkräfte mehr. Und Ben gehört mir. Die Zeit der Fantastic Four ist vorbei. Und für die Liebe deines Lebens habe ich mir etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ich werde sie langsam, ganz langsam vernichten. Van Röckel wird grausame Experimente mit dir durchführen. Sie wird leiden, sie wird schreien. Und du wirst alles mit ansehen. Nein! Du hast verloren, Reed. Meine liebe Alicia, ich befreie die Welt von den Fantastic Four. Susan muss als erstes dran glauben. Van Röckel wird mit ihr experimentieren. Und dann werde ich sie Stück für Stück auseinandernehmen. Und Reed wird dabei zusehen müssen. Johnny, und als nächstes. Dann Reed. Und zum Schluss ist dein Freund Ben an der Reihe. Und diese Seele in der Monster. Du bist das Monster! Was sagst du? Was hast du gesagt? Du bist das Monster! Alicia, du enttäuscht mich. Du enttäuscht mich so sehr!
Du gehörst mir. Du gehörst mir und hörst auf das, was ich dir sage. Ben! Ben! Ben, hilf mir! Ben, du gehörst mir. Du gehörst mir und hörst auf das, was ich dir sage. Ben! Du gehörst mir! Du gehörst mir und hörst auf mein Unsere Anhänger haben bereits das Wolverine-Serum injiziert bekommen. In etwa ein Dutzend. Warum nicht mehr? Es braucht Zeit, um das Serum herzustellen. Die restlichen Truppen bekommen die Injektion sofort, wenn die Vorbereitungen abgeschlossen sind. Es dauert leider länger als geplant. Machen Sie sich an die Arbeit und verlieren Sie keine Zeit. Die menschliche Fackel. Ich habe es nie verstanden, warum die Welt dich als Held angesehen hat. Hey, das sieht mir aber nicht nach einem fairen Kampf aus. X-Men! Ah!
Diesmal töte ich dich endgültig! Henry, wir müssen los. Aber sie wird leben. Sie muss ins Krankenhaus. Was zum Teufel ist da draußen los? Die habe ich erschaffen. Mit einem Serum. Meine Frau, sie hatte Krebs. Da gibt es einen Mutanten mit Selbstheilungskräften, Wolverine, und ich wollte seine Kräfte auf sie übertragen. Doch nur zu Ende bringen, ihr zu Ehren. Gott, ich wollte nie eine Waffe daraus machen. Wissen Sie eigentlich, was Sie angestellt haben? Sie werden Menschen töten. Wir müssen sie aufhalten. Ah! Angelica! Sie sind unbesiegbar. Maschine hat die kosmische Strahlung aus euren Körpern gezogen und darin gespeichert. Ihr braucht eure Kräfte zurück. Ben, bist du wieder in Ordnung? Ja.
allein, Ben. Lass mich bitte nicht allein. Du bist hier in Sicherheit. Ich bin ganz in der Nähe. Wir müssen sie aufhalten. Sie dürfen die Halle nicht erreichen. Verwandeln wir sie zu Asche, sonst kommen sie immer wieder. Vernichten wir sie. Die sind hinüber. Wir machen jetzt die Fantastic Four platt. Let's go.
Ich bin wieder bei dir, Alicia. Ben! Was ist passiert? Wir haben gewonnen. Logan, wir haben hier zwei schwer verletzte Mutanten. Schick bitte Nightcrawler her. Wer traumhafte Ziele erreichen möchte, darf keine realistischen Wege gehen. Mit diesen Worten führte uns Reed in das größte Abenteuer unseres Lebens. Eine Mission, die unser Leben für immer veränderte. Wir bekamen Superkräfte, aber wir waren nicht gleich ein gutes Team. Und dennoch hielten wir zusammen und arbeiteten an uns, um ein gutes Team zu werden. Und selbst als wir auseinandergerissen wurden, brachte uns das Schicksal wieder zusammen. Genauso wie am Anbeginn unserer Reise. Keiner hätte sich je vorstellen können, dass dieser Tag, diese Begegnung mit Reed Richards und Susan Storm, der Anbeginn einer neuen Ära sein würde. Der Anbeginn der Fantastic Four.